zusammen und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer Folge Perfect World. Ja, lange ist es her. Ich habe, glaube ich, jetzt eine Wahnsinnspause gemacht. Ich glaube, ich habe über fünf Monate lang kein Perfect World mehr gespielt und ich habe wirklich mittlerweile schon fast Entzugserscheinungen bekommen, muss ich sagen. Weil es ist einfach nur mal eins meiner absoluten Lieblingsspiele und wenn ich dann so lange hier pausieren muss, weil ich einfach nicht weiterkomme. Ich habe tatsächlich mit einem neuen Charakter angefangen, den ich aber dann auch nicht wirklich weiterspielen konnte, auch einfach weil privat dann relativ wenig Zeit war. Aber jetzt möchte ich endlich weitermachen, denn gestern habe ich herausgefunden, wo genau mein Problem lag. Ich bin ja ein bisschen in Rage gewesen beim letzten Mal, als ich hier gespielt habe und habe deswegen, ja, mich nicht so genau umgeguckt, wie ich mich umgucken hätte sollen. Deswegen habe ich einiges übersehen und deswegen habe ich quasi die Quests nicht beenden können, weil ich einfach blöd war. So, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, ich habe hier zum Beispiel, fand ich vom Spiel aber auch ein bisschen blöd gelöst, muss ich sagen. Hier, wenn man auf diesen flüchtigen Kristall geht, bleibt sie einfach vor diesem See stehen. Das finde ich blöd gemacht, denn die Kristalle sind tatsächlich, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, die sind hier unten. Die sieht man aber auch nur, wenn man hier unten ist. Wenn ich jetzt hochgehe, hochschwimme, so, wenn ich jetzt hier oben bin, sieht man die da unten nicht. Und das finde ich ein bisschen blöd gemacht von dem Game, dass man wirklich hier oben... Oh, Verzeihung, ich bin noch etwas erkältet. Mich die ganze Woche krank schreiben lassen, weil ich einfach komplett down war. Egal, jedenfalls finde ich es ein bisschen blöd gelöst von dem Game, dass man die einfach nicht sieht, wenn man hier oben ist, sondern erst, wenn man hier unten ist. Und vor allem habe ich das nur herausgefunden, weil ich geflogen bin. Ich habe tatsächlich einfach, dadurch habe ich übrigens auch diese anderen Gegner gefunden. Die sind nicht unten, sondern die sind irgendwo da, die fliegen irgendwo da oben rum, deswegen habe ich die nicht gesehen. Ich habe das tatsächlich nur herausgefunden, weil ich geflogen bin. Und zwar, wenn man fliegt, was ich übrigens mit den Kugeln doch ziemlich cool finde, muss ich sagen, dann fliegt sie tatsächlich bis zur Mitte dieses Sees. Und das hat mich dann tatsächlich gewundert, weil hier oben ist sie dann stehen geblieben und als ich dann runterging, habe ich hier gesehen, dass hier unten diese Kristalle sind. Und ja, jetzt sammle ich die natürlich mal ein. Aber es ist, finde ich, tatsächlich ein bisschen blöd gelöst von dem Game. Dass man die absolut nicht sieht, wenn man quasi mit der Sicht noch über Wasser ist. Na gut. Jetzt habe ich zumindest die Möglichkeit gefunden, diese Quest zu Ende zu machen. Und da ich geflogen bin, habe ich ja, wie gesagt, auch schon herausgefunden, wo ich die anderen Viecher finde. Und zwar irgendwo in der Luft flattern diese komischen Astralflügel-Pest-Schmetterlingsviecher rum. Und da werde ich jetzt auch direkt mal hinfliegen. Und dann kann es tatsächlich endlich weitergehen. Ich bin begeistert. Ah, scheiße. Jetzt blendet mich die Sonne gerade. Das ist ein bisschen fies. Moment. Lass mal gucken, ob ich hier meinen Vorhang ein bisschen zur Seite machen kann. Ja, gut, passt. Muss passen. So, hier seht ihr da vorne diese komischen Astralflügel-Pest-Dinger. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe das ja ewig schon nicht mehr. Ach, F2, okay. Greife ich die mal so an. War nicht schlecht. Uff. Oh, oh. Die werden ja komplett auseinandergenommen von mir. Ist ja Wahnsinn. Ja, hi. Freut mich, euch kennenzulernen. Bleibt mal hier. Halt, stopp. Nicht abhauen, nicht abhauen. Schön hier bleiben. Yay! Wie viel brauche ich? 5 brauche ich davon, ne? Okay. Also, unsichtbar sind diese Viecher nicht. Ganz im Gegenteil. Und ich freue mich, dass ich endlich weitermachen kann. So, jetzt nehme ich die hier auch noch direkt mit. Komm, auf. Hallo? Tu was. Und ja, dann haben wir es ja eigentlich auch direkt schon. Oh. Umschlag des Rape-Offiziers. Das sind meistens ganz coole Sachen drin, ne? Zerlumptes Fell. Bringt mir eher alles nichts. Finde ich ein bisschen schade, dass einem die Sachen nichts mehr bringen. Die konnte man ja früher, habe ich bestimmt auch schon 100.000 Mal erwähnt, konnte man früher für viel Geld verkaufen. Nur, momentan kann man das leider nicht mehr. Warum auch immer.
So, jetzt habe ich alles. Ich gehe erstmal zu Doc Eosin zurück, um mir dann die Quest auch endlich abzugeben. Damit ich ihr sagen kann, hey, ich habe die Dinger gefunden. Ich habe dir Unrecht getan, es tut mir leid. Joa, Mensch. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass wir immer noch in Eclipse sind. Weil das Game hat ja auch mittlerweile schon wieder einige Patches und Updates hinter sich. Und ja, ich hatte wirklich Angst, gerade nach 5 Monaten hatte ich echt Schiss, dass ich da jetzt einiges verpasst habe, aber habe ich nicht. Hey, ihr wart wirklich schnell. Okay, das passt jetzt wirklich überhaupt nicht. Oh, das passt wirklich überhaupt nicht. Hey, ihr wart wirklich schnell. Ja, wirklich schnell. Du hast 5 Monate lang hier rumgestanden und hast darauf gewartet, dass ich endlich fertig werde. Aber ich war super schnell. Ich will ehrlich zu euch sein. Diese Motten waren gar nicht unsichtbar. Ich habe euch an der Nase herumgeführt. Oh, fick dich. Mann. Hahaha. Ach, entschuldigt. Es ist ziemlich langweilig hier draußen. Ja, wenn du 5 Monate lang hier rumhockst, weißt du? Kann ich mir vorstellen, dass das langweilig ist. Gut, die hat jetzt offensichtlich keine Quest mehr für mich. Dann werde ich jetzt diesen komischen, Alter. Oh, der hat aber. Halt, hier, du. Soldat der Patrouille, der hat was für mich. Du hast was für mich. Bleib stehen. Hey, mein Freund, nicht weglaufen. Ich will mit dir reden. Rede doch mit mir. Warum redet der nicht mit mir? Wenn ich nicht vor ihm stehe? Hallo? Würdest du bitte mit mir? Ah, danke. Kluger Junge, wie habt ihr mich gefunden? Ja, du bist an mir vorbeigelaufen. Mir wurde befohlen, auf Patrouille zu gehen, um den einen zu finden. Wenn ihr wirklich der Auserwählte seid, dann wird euch dieser Gegenstand bestimmt von Nutzen sein. Schmetterlingsknotenpaket? Moment mal. Der hat immer noch was. Du hast doch Quests. Lass mich doch mit dir reden. Lass doch mit dir reden, Junge. Okay. Eine Fantasiefrucht erhalten. Ach, okay. Sekunde. Inventar. Klicken, um mehr zu erfahren. Was? Ach. Mädel. Ja, sehr gut. B ist, glaube ich, hier Inventar, ne? Nicht I. Die Fantasiefrüchte scheint es dementsprechend immer noch zu geben. Gibt mir Erfahrungspunkte. Okay, um das zu tragen, brauche ich Level 12. Was ist das denn? Ei des violetten Fuchsgeistes. Oh mein Gott. Seit wann habe ich das denn? Ach je. Was war das für ein. Ach, das hatte ich überhaupt nicht. Nee, das hatte ich überhaupt nicht erhalten. Okay. Das hatte ich überhaupt nicht bekommen. Das ist eine Fantasiefrucht. Ist das alles, was ich von dem bekommen habe? Ja, wahrscheinlich. Okay. Dann gib mir die mal. Und dann bin ich jetzt Level 12. Was brauche ich noch? Magie 18. Achso, das ist gar nicht für mich. Okay, nee, hat sich erledigt. Was ist das da? Auch Magie. Auch Magie. Okay, dann kann ich das im nächsten Jahr mal verkaufen. Ist ja gar nicht mehr so schlecht. Flüchtiger Kristall. Ja, genau. Ja gut, jetzt wollte ich ja zu dem Altar. Genau, ne? In diesen 5 Monaten ist ja einiges passiert. Ich habe ja die letzten Parts jetzt gerade, bin ich so nach und nach am Hochladen, die ich von Perfect World aufgenommen habe. Es waren, glaube ich, noch 3 Parts, die ich tatsächlich noch auf dem PC hatte. Und ich weiß, dass ich in dem 6. Part noch von alten Projekten gesprochen habe und welche jetzt weitergehen und welche ich pausieren werde. Das ist natürlich absolut nicht mehr aktuell. Ich glaube, der 6. Part. Da habe ich gesagt, es war 2 Wochen nach Ostern. Kann man sich also ungefähr vorstellen, wann das war. Und ja, wann ich jetzt den 8. Part aufgenommen habe, weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr.
Aber ich glaube, dazwischen hatte ich auch schon mal wieder ein bisschen Pause. Sobald ihr den Energiekristall auf den Altar setzt, scheinen die Energien des Altars zu wachsen und sich zu stabilisieren. Okay, der hat aber noch mehr Quests für mich. Halt, halt, halt! Lauf doch nicht weg. Ich bitte dich. Ich habe eine neue Tastatur. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut, weil das ist eine mechanische Tastatur, glaube ich. Und ist relativ laut teilweise. Ihr werdet hier sicher sein, flüstert eine weibliche. Habe ich doch schon. Es sind unzählige Klauen und Kratzspuren auf dem Altar zu sehen. Wahrscheinlich von den letzten Versuchen, den Altar zu zerstören. Der Altar ist mehr oder weniger unbeschädigt. Hä? Achso, doch er könnte nun womöglich anfälliger gegen schlimmere Schäden sein. Lehrt den umherziehenden Raufbollen eine Lektion, sodass sie öffentliches Eigentum von nun an mehr respektieren. Okay. Heißt also, ich muss Raufbolde töten. Habe ich mir schon fast gedacht, dass diese Viecher, die hier rumlaufen, jetzt wahrscheinlich auch Gegner von mir sein werden. Critical Hit. Mann, das ist ja mega einfach. Ist das Absicht, dass das so einfach ist? Ich weiß nicht, ich brauche 2 Hits und dann sind die tot. Ich habe nichts dagegen, ganz im Gegenteil, aber ich weiß nicht, ist das so easy. Gesegnete Kettenstiefel. Fett. Fett ist immer gut. Fett brauche ich wahrscheinlich später auch für meine Berufsgedöns und so. Achso. Kaltgrinsstein. What the fuck? Wo soll das denn sein? Ach, das ist da hinten irgendwo. Okay. Also, der Altar ist offensichtlich gerettet. Mehr oder weniger. Ich könnte eigentlich auch mal wieder ein bisschen skillen, ne? 14 habe ich wieder. Packe ich jetzt mal wieder 5 auf Stärke. Komm, packen wir 6. Wann ist 6? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann noch hier 1, 2 und 1, 2 und dann passt das. Fertig. Du bist... Seid ihr der Schlechter der heiligen Bestien? Hey, danke. In euren Worten klinge ich cool. Ich mag es, wie die Dialoge überarbeitet haben. Ich finde das mega gut. Ja, ach so. Ach, das ist ein Kerl. Ich dachte, das wäre irgend so ein Altarstein-Dingsbums wieder. Ich nenne mich selbst Stein, denn ich habe ein Herz aus Stein. Oh, du Arme. Ihr seid genau zur richtigen Zeit gekommen. Viele der Fusi sind wie wild geflohen und keiner weiß so recht, wovor. Ihr solltet ein paar befragen, was sie dazu gebracht hat. Okay, mach ich. Kein Ding. Fusi Hodwane. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Weil ich wollte die Folgen mittlerweile... Ja, ich werde die Folge jetzt schon beenden. Weil ich möchte die nicht mehr so lang halten. Ich habe irgendwie das Gefühl, so lange Folgen sind nicht so sinnvoll. Brauche auch nicht ganz so lange zum Rendern und zum Hochladen, ihr wisst schon. Gut, dann beende ich diese Folge an der Stelle. Ich werde natürlich direkt weitermachen und werde noch ein bisschen weiter aufnehmen hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, dass ich jetzt so eine lange Pause hatte. Und es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!